Ich hoffe, es geht euch gut und ich hatte heute mal wieder Lust, euch ein paar Produkte aus der Drogerie zu zeigen, die ich persönlich total gerne mag. Ein paar von diesen Produkten haben mir sogar in den letzten Wochen wirklich die Hände und die Haut gerettet. Also, falls euch das interessiert, dann bleibt doch dran. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber meine Hände sind aktuell extrem strapaziert. Also nicht nur aktuell, sondern seit den letzten Wochen. Das liegt natürlich daran, dass ich sie erstens ständig desinfizieren muss, zweitens natürlich auch regelmäßig Hände wasche und drittens auch Handschuhe tragen muss, die auch immer wieder wechsle und so weiter und so fort. Und ich sage euch, meine Hände waren noch nie so trocken und rissig und beansprucht wie jetzt. Deshalb verwende ich auch sehr, sehr regelmäßig Handcremes. Das war früher eher nicht der Fall. Also da habe ich auch mal Handcremes benutzt. Aber aktuell ist es richtig, richtig intensiv und ich merke, dass das meinen Händen auch sehr, sehr gut tut, indem ich sie einfach geschmeidig halte. Dadurch reißen auch diese sehr, sehr trockenen Stellen nicht mehr so oft auf. Dann kommt natürlich noch dazu, dass ich daheim immer wieder mit meinen Katzen spiele und die kratzen einen auch gerne mal. Und dadurch reißen diese trockenen Stellen natürlich öfter auf, als sie eigentlich sollten. Und da habe ich hier drei Produkte, die ich euch gerne näher zeigen möchte. Und zwar diese hier, die bekommt ihr natürlich alle drei in der Drogerie, wobei das hier nicht unbedingt eine Handcreme ist, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wie ich diese Gesichtscreme anwende. Aber diese zwei Handcremes bekommt ihr natürlich einmal bei DM und einmal bei Rossmann, wobei das Balea Handkonzentrat ein Saisonprodukt ist, sprich es kann sein, dass ihr es bei DM nicht mehr vorfindet. Deshalb bin ich auch mittlerweile auf diese Ultrasensitive Handcreme von Isana umgestiegen. Die ist natürlich im Vergleich zu dem Handkonzentrat sehr viel weniger reichhaltig und hinterlässt auch nicht diesen pflegenden Film, wie das Handkonzentrat das macht. Aber ich mag diese Handcreme dennoch richtig, richtig gerne. Die zieht auch relativ schnell ein, hinterlässt dennoch einen leicht pflegenden Film, ohne zu fettig zu sein. Sprich, man muss jetzt nicht 5 Minuten warten, bis man mit seiner Arbeit fortfahren kann. Das finde ich persönlich auch richtig, richtig gut. Und alle drei Produkte sind unparfümiert, sind keine Duftstoffe drin. Das ist mir persönlich auch extrem wichtig. Vor allem, da jetzt gerade an den Händen die Hautbarriere so gestört ist, möchte ich sie natürlich nicht auch noch zusätzlich mit Duftstoffen reizen. Also das ist mir auch super, super wichtig. Und die zwei kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich merke einfach, dass die Haut dadurch sehr viel geschmeidiger ist und ja, meine Hände sich weniger trocken und rissig anfühlen und das macht diese ganze Situation ein bisschen erträglicher. Also wie gesagt, die zwei für unterwegs und zu Hause mache ich es dann so, dass ich nach dem Händewaschen immer einen Klecks Körperlotion benutze und nicht so eine Handcreme, weil Bodylotion, da ist immer ein bisschen mehr drin im Vergleich zu den Handcremes, sonst wirst du ja arm, wenn du ständig diese Tuben benutzt, da bist du ja nur noch am Nachkaufen. Deshalb funktioniert da Körperlotion richtig, richtig gut. Da nehme ich natürlich auch eine, die mild formuliert ist. Ich schreibe euch einfach unten in die Infobox, wie die heißt, die ich aktuell verwende und über Nacht nutze ich dann super, super gern diese Baby Dream Med Plus Gesichtscreme. Da habe ich auch einen kompletten Blogbeitrag zu verfasst, weil ich die so großartig finde. Also die ist richtig schön reichhaltig, pflegend und leicht wachsig. Also man merkt wirklich, dass die Haut wunderbar pflegt und die schmiere ich mir wirklich auf jede trockene Stelle drauf. Vor allem über Nacht wirkt die wahre Wunder. Also wirklich ein großer Favorit von mir und aktuell in Dauergebrauch, vor allem eben für die Hände. Was wäre ein Favoritenvideo ohne eine Sonnencreme? Und da ist Gott sei Dank eine dabei, die ich aus der Drogerie total gerne mag. Und zwar ist das die Alpine Sonnencreme von Pediprotect. Das ist bereits meine zweite Tube. Da ist auch schon so ein Quetschi dran, damit ich wirklich alle Reste aus hier rausbekomme. Und ich liebe sie abgöttisch. Ich habe auch die Gebirgssonnencreme von Pediprotect getestet und die Meeressonnencreme. Und das ist mein Favorit unter den dreien. Also immer noch mein Favorit unter den dreien. Das liegt einmal daran, dass ich sie richtig, richtig gut vertrage, dass sie dann eben auch zu meiner trockenen Haut wunderbar passt. Also sie ist richtig schön reichhaltig und wachsig. Ich würde sagen, sie ist definitiv nichts für Leute, die dieses sehr reichhaltige, pflegende Gefühl auf der Haut nicht mögen. Und sie ist eben auch etwas speckig, aber ich persönlich mag das total gerne. Außerdem kann ich sie problemlos in der entsprechenden Menge auftragen. Also meine Haut saugt die förmlich auf, weil sie einfach so trocken ist.
ist, ich vertrage sie gut, sie brennt nicht in den Augen und ja, sie macht dich auch wunderbar unter Make-up und außerdem kann ich sie easy peasy in der Drogerie besorgen und das zu einem annehmbaren Preis. Also sie ist jetzt nicht absolut günstig, aber auf jeden Fall immer noch im mittleren Preissegment und dafür mag ich die richtig, richtig gerne. Zu der Gebirgssonnencreme muss ich sagen, dass ich die überhaupt nicht mochte, weil die sich immer abgerollt hat. Also da konnte ich sonst wie versuchen, das Ganze zu schichten, das langsamer aufzutragen, was auch immer. In der entsprechenden Menge, beziehungsweise auch bereits in geringerer Menge, hat sie sich komplett abgerollt. Und die Meeressonnencreme von Pediprotect mag ich persönlich auch nicht ganz so gern. Das liegt einfach daran, dass der Film, der da auf der Haut zurückbleibt, mir persönlich nicht gefällt. Ich mag dieses Gefühl einfach überhaupt nicht. Deshalb greife ich immer wieder zu der. Also ich habe hier natürlich noch etliche andere Sonnencremes, die ich getestet habe und die ich wirklich gut finde. Aber was die Drogerie angeht, ist diese gerade ein Riesenfavorit von mir. Die Filterkombination ist modern und auch wunderbar verträglich. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall, dass man das Parfum aus dieser Sonnencreme entfernt, weil ich persönlich diese Parfümierung nicht ganz so gerne mag, obwohl sie ja nach relativ schneller Zeit verschwindet. Und dann würde ich mir auch eine andere Tube wünschen, weil hier relativ viel Luft reinkommt. Also man merkt es richtig, wenn man dran rumdrückt, da ist wirklich recht viel Luft mit drin und das ist natürlich ein bisschen doof. Man muss wirklich eine Weile quetschen, damit man wirklich alle Reste rausbekommt. Aber ansonsten ist das wirklich eine wunderbare Sonnencreme. Kommen wir jetzt zu festen Shampoos, seifenfreien Waschstücken, festen Duschgelen, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Jedenfalls sind es seifenfreie Waschstücke und keine Seifen. Ich weiß, das wird gerne immer wieder mal in einen Topf geworfen, aber da gibt es selbstverständlich erhebliche Unterschiede. Da möchte ich jetzt nicht zu intensiv drauf eingehen, aber bei diesen zweien handelt es sich um seifenfreie Waschstücke und ich sage euch, ich habe einige aus der Drogerie getestet, also wirklich fast alles, was es so gibt. Und das hier sind zwei meiner absoluten Favoriten. Das hier habe ich jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal nachgekauft. Also da sieht man, die Liebe ist groß. Und das hier habe ich jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft, aber nur in der Mandelversion. Ich muss euch auch dazu sagen, weil ich da auch immer wieder gefragt werde, was denn da die Unterschiede sind oder welche Sorte ich empfehlen kann. Es ist bums egal. Alle drei Sorten von Nature Box sind gleich formuliert, was die Tenside angeht. Es kann sein, dass da eine andere Parfümierung enthalten ist, also dass die schlichtweg anders riechen. Und dann ist das Öl, was hier marketingtechnisch verwendet wird, natürlich auch entsprechend anders. Sprich, hier ist Kokosöl drin, in dem anderen ist Mandelöl drin und wieder in dem anderen ist Avocadoöl drin. Aber da sind die Konzentrationen so gering, dass man da jetzt keine erheblichen Unterschiede feststellen wird. Also es kommt natürlich bei diesen Waschstücken extrem auf die Tensidkombination an, denn darum geht es ja bei diesen Waschstücken, nämlich wie sie reinigen. Deshalb ist es bums egal, welche Sorte ihr kauft, denn die Tensidkombination ist genau die gleiche. Ich muss auch dazu sagen, dass ich bei dem hier die Tensidkombi besser finde im Vergleich zu diesem hier. Sie ist einfach deutlich milder, was das Ganze angeht und auch der pH-Wert ist hautfreundlicher zwischen 5 und 6 und hier liegt da zwischen 6 und 7. Also müsst ihr einfach schauen, was ihr lieber mögt. Ich persönlich mag das, das mag ich auch, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welches milder formuliert ist, dann ist es auf jeden Fall dieses hier. Aber wie gesagt, ich kaufe beide immer wieder gerne nach und nutze das auch total gerne zum Duschen. Man kann die auch übrigens ganz wunderbar zum Händewaschen verwenden, falls ihr keine Cremeseife mehr finden könnt. Auch euer Duschgel könnt ihr dafür verwenden, denn das sind alles in allem eben Sündets, also seifenfreie Produkte, entweder in fest oder in flüssig und Cremeseife ist auch genau dasselbe. Von daher, wenn ihr da nichts mehr vorfinden könnt, dann schaut mal bei den festen Shampoos, festen Duschgelen und bei den seifenfreien Waschstücken mal vorbei oder eben auch einfach mal Duschgel. Das geht selbstverständlich auch. Und das war's mit meinem Drogeriefavoriten-Video. Ich wollte einfach mal wieder die Produkte ehren, die ich regelmäßig nachkaufe und die es auch in der Drogerie gibt. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug machen, denn wirklich, die Sachen haben mir teilweise die Haut gerettet. Mich würde natürlich auch sehr interessieren, wie es euren Händen geht, ob sie auch so strapaziert sind wie meine. Ich hoffe, es war der ein oder andere hilfreiche Tipp für euch dabei. Und ich hoffe, ich bin auch nicht allein damit, dass ich in den letzten Wochen so viel Süßkram wie noch nie in mich reingestopft habe. Also vor allem diese Drachenzungen von Hitchler. Oh.
Die haben es mir so angetan. Also wenn ihr da rankommt, müsst ihr die unbedingt mal probieren. Wobei ich mir gerade eine Drachenzunge-Sperre auferlegt habe. Naja, dafür gibt es ja noch die Spinnenbeine, ne? Da kann man ja mal eine Ausnahme machen. Jedenfalls hoffe ich, dass das Video für euch hilfreich war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch geht und was ihr gerade so treibt. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss.